Hi. Hallo. Willkommen bei Fernweh. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Ayers Rock. Und zwar sind wir noch in der Nähe von Everton und haben jetzt erstmal 2700 Kilometer vor uns. Und ja, wir können ja mal noch kurz erzählen, ein bisschen über Vorbereitungen, was wir so getroffen haben. Also wir haben jetzt 30 Liter Benzin dabei, haben jetzt vorher noch unser Auto einen Ölwechsel machen lassen. 30 Liter Wasser haben wir jetzt noch. Also über 30 Liter Wasser. Und ja, ansonsten halt haben wir jetzt nicht so viel gemacht. Plan ich eigentlich danach wieder hochzufahren nach Darwin, was dann nochmal über 2000 Kilometer sind und später wieder runter Richtung Sydney natürlich, aber wenig können sich noch auf ja, genau, insgesamt wären sonst 8000 oder so, schauen wir mal, ja. Viel zu fahren in nächster Zeit. Also die Fahrt bis hier war ja schon ziemlich ja, die Straßen sind halt sehr gerade die ganze Zeit und kaum Autos. Kaum Autos. Ab und zu mal. Ja, aber das wird noch krasser, denke ich. Wir sind jetzt in Andera. In Andera gibt es einen Vulkankrater und einen Vulkan, und da kann man Vulkanhöhlen besuchen. Ja, das machen wir jetzt gleich. Oh, ein bisschen davon noch warten. In Wirklichkeit sieht es amazing aus. Guten Morgen. Wir sind jetzt seit einem Tag quasi unterwegs zum Inland und sind gestern ein gutes Stück noch gefahren. Trotzdem lassen wir auch noch in Andara die Lavahöhlen besichtigt haben. Ja. Jetzt haben wir uns eigentlich auch schon mit der Route wieder umentschlossen. Also Pläne haben sich schon wieder geändert. Da es wahrscheinlich deutlich besser ist, zuerst hochzufahren nach Darwin und später runter zum Ayers Rock. Also müsst ihr mit dem Ayers Rock noch ein bisschen warten. Oh ja, weil wir können danach dann noch runterfahren nach Adelaide, Südaustralien und Victoria. Dem Rückweg nach Sydney. Melbourne. Ja. Weil wir vielleicht noch die Great Ocean Road machen, aber mal schauen. Aber das macht jetzt nichts aus, weil wir, man muss immer ja so landeinwärts erstmal fahren und dann entweder hoch und runter. Ein bisschen auf dem Weg. Jetzt haben wir hier festgestellt, hier gibt es keine, kaum Läden oder irgendwas oder überhaupt mal ein kein paar Häuser. Kein Coles. Das war das erste, was wir jetzt nach 300, 400 Kilometern kam, hier die erste Ortschaft. Jetzt sind wir in Georgetown oder was. Ja. Hier gibt es aber auch nur so einen kleinen Shop. Wir haben es leider versäumt, vorher jetzt noch richtig einzukaufen bei Coles, weil wir dachten, da kommt schon noch was. Wir hatten da am Abend dann keine Himmelsch mehr. Naja, wir haben ja Gott sei Dank ein paar Dosen mit ein paar Bohnen. Ja, wir hatten jetzt gestern noch einen Eintopf gemacht. Ich werde jetzt nicht irgendwie verhungert. Nee, verhungert tun wir noch nicht. Ja, auf jeden Fall machen wir das und dann fahren wir noch mal weiter. Also heute haben wir vor, 700 Kilometer zu fahren. Schauen, ob wir das noch hinkriegen. Mhm. Also,